ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Kantan, glaubt zweimal? Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Was ist denn hier? Ist das pflanzenlos? Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Kann ich Pflanzen sammeln? Ah ja. Das ist eine Gule. Langsam. Los, lauf! Was ist das denn da unten? Ein bisschen nicht. Das ist ein Igni nochmal mit dem Schutz. Ne, Schutzschild ist das hier. Ja, mal runter da hier, ne? Oh, 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 oh. Was kann ich denn jetzt essen? Kann ich nicht was essen? Ah ja, doch, da kann ich was essen. Oh. Stahlwaffe, Silberschwert, okay. Wie öffne ich denn hier? Ah ja. Also Talentpunkte? Mal runtergehen. Okay. Was ist denn meine Ausrüstung hier? Runter. Okay, guck mal, filtern. Charakterwerte. Aha, aha, Festgegenstände. Lebensmittel. Öle, Waffen und Rüstung. Vorschau. Okay. Ja, das ist einfach genau. So. Mm-hmm.
Kann man denn vergleichen? Oh. Das will ich nicht. Ah ja. Durch Bogenschaden, zerschmettern, Resistenz, Aufschlitzen. Okay. Das Silberschwert so extrem, oder? Okay. Wegwerfen. Kann man es irgendwie verkaufen oder so? Stimmt. Fassung setzen. Guck mal da rein, nicht? Ein Pferd. So. Erstmal weiter. Ja. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh. Was ist das denn? Alles klar. Und Abend ist nicht vergessen, ne? Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Also ja, ne? Ein bisschen wenn nicht schlecht. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir.
Mal speichern. Wo kann ich das sehen? Keller. Okay. Und auch da. Schneller. Halt auf der Straße an, ohne zu lenken. Boxenstufe automatisch. Ja? Ah ja, okay. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Nähst dich ein Dorf, störe dessen Frieden. Ich denk dran, machen zu mir lieb schon nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere bei uns belästigst. Anschlagbretter in Siedlungen und Dörfern und Schütze aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit drei Strichen markiert. Gib einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Okay. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Oh! Und du? Könntest du uns langsam, langsam. Fülle rein. So. Er hat gezappelt. Halt! Was war mit dem Pferd los? Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Oh, gibt's Ärger? Guten Abend. Hexe. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf es was zu trinken sein? Die Funktion, die wir jetzt mal gesehen, wird an einem Handelsfenster eröffnet, okay? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Hier kann ich was verkaufen? So. Das sind jetzt so ein Apfel, oder? Hat nichts Verzehrbares, ne?
das? Oh. Nee. Ja. Äpfelchen nicht? Ein paar. Ah, nee. Was ist das? Eier? Eier. Wie viel habe ich denn überhaupt? 235? Noch ein Fläumchen. So. Reicht. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Macht halt Fett Aber draußen. Hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch die Lokation das Gespräch beendet. Alles klar. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. So, dankeschön. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Die Schwarzen vermessen so. Die. Bitte mal selber speichern. Also? Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Trommle, Trommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Ich suche jemanden. Erstmal alle durchfragen hier. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bei Optionen, die mit dem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein. Eine Wahlplatz in deinen Willen auch zwingt. Ah ja. Investiere mit vieler Täuschung im Charakterfenster. Das ist geil. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Na, schön hinsetzen, mein Freund. Das war
ich hier unten was zuweisen? Nochmal. So. Es gibt vier Farben. Vier was? Farben. Das sage mal jetzt hier, wie, was ist da los? Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Mhm. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Mhm. Interessant. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Aha. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Und tschüssi. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Gewinnpartie. Ja, komm, machen wir mal eine Runde. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ja. Oh Gott. Gwyn ist ein Alleskartenspiel der Zwerge. Da ist ein Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Also ich beginne, ja. Leg eine Karte ab und zieh dafür eine neue. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deiner Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setz diese jetzt also klug an. Nur 10 Karten und danach zieh ich gar keine mehr? Stärke deine Einheitskarten. Das ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf der Stachel platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Na, das ist ein Kampfreihensymbol der Einheit. Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Spezialfähigkeiten für Einheitskarten. Einheitenkarten. Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses, was? Catvention, Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 Stärke. Mein Gott.
Wettekarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten an bestimmten Teams auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Da muss man auch nicht aufpassen, ne? Welche Karte man benutzt. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Essen und kommen direkt zum Spiel. Okay. Hier ist das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Das ist die Seite des Gegners, ja? Jede Runde können Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Eine Karte aus deiner Hand ausziehen, du kannst noch einmal um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Kann man die irgendwie inspizieren? Erstmal den Siegfried, nicht? Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du im Zug bist, kannst du passen, indem du Y nutzt. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Der Gegner kann weitere Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Soll es passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können? Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren? Okay. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke des Spielers wird auf 0 zugesetzt. Mal schauen. Ich bin am Zug. Okay. Jetzt steckt alle Nahkampfkarten Beispiel auf 1. Okay, wenn ich jetzt passe, dann fülle ich doch, oder? Weil der noch mal eine Karte legen kann, nicht? Wenn ich jetzt passe, kann der jetzt noch eine Karte legen? Ah ja. Also, das ist ein Spiel, weil jetzt. Ah. Ich kann alle Karten legen noch, oder was? Nur Karten, ne?
Das sind keine Karten mehr. Achso. Ah, ich hab eh gewonnen. Dann. Für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Gewinnt. Nicht schlecht. So. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Zwei Schnäpse und bringt zwei Riesenkrüge. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Ja, natürlich, ne? Ist auch hier immer Love Story mäßig. Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Okay.